So, Tag, liebe Freunde, und damit herzlich willkommen zurück im kleinen Wäldchen, wo es heute mal wieder ja richtig krass weitergeht, bestimmt. So wie im letzten Part, da war ja richtig Action. Ne? So, warte mal, was wollte ich? Warte mal, warte mal, warte mal. Ich muss mal kurz was gucken. Ah ja, genau, okay. Ne, ihr wisst Bescheid. Hallo? Ach, jetzt so. Genau, das machen wir heute. Und wir machen wahrscheinlich nicht nur das, wir machen heute noch. Genau, das wollte ich eigentlich auch noch machen. Diese Steinmauer hier oben. Das machen wir auch noch. Geht Knall auf Fall gleich los hier. Sozusagen. Ja, okay, müssen wir so machen, anders kriegen wir es nicht hin. Macht aber nichts. Wird schon die Steintasche, ne? Aber wir müssen halt so, aber nochmal in die Wildnis raus, also. Ja, wobei wir sind eigentlich schon in der Wildnis, aber an anderen. Ich bin schon wieder zu früh. Na, ich bin zu früh pennen gegangen. Kacke. Ich meine, eigentlich andere Orte der, ja, Wildnis hier draußen. So, und da wir eine neue Aufnahmesession haben, ne, wisst ihr Bescheid, ne, direkt den Koffer aufschlagen. Da haben wir das nämlich auch schon mal erledigt. Ich habe so das Gefühl gehabt, da war jemand. Nee, da war keiner. Naja, sammeln wir erstmal ein paar Steine. Wir brauchen 55. Ach du Kacke. Naja, sammeln wir in diesem Part erstmal Steine. Wird hier richtig spannend, glaube ich. Nee, so spannend ist es nicht. Aber ich hoffe, es wird spannend, wenn ein paar Nachbarn mal vorbeikommen würden. Das wäre ganz gut. Sieht aber noch nicht so danach aus. Kein Geschrei, kein gar nichts. Ja, es waren im letzten Part ja noch nicht mal Kannibalen da gewesen. Also irgendwie sehr, sehr komisch. Da leckt der Wind mal wieder ein bisschen herum. Ja, doch, die Steine kriegen wir in diesem Part, glaube ich, ganz gut fertig. Wir müssen halt nur ein paar hundert Mal hin und her laufen. Hier. Aber die dürften eigentlich unser Haus, glaube ich, in der Dunkelheit noch nicht so gut erkennen können, weil aus unserem Feuerzeug gibt es dann hier gerade keine Lichtquelle, die aktiv ist. Wie man ja sieht. Ja, oder nicht sieht. Ich dachte schon, das wäre Medizin, das ist aber nur ein Becher, der da unten rumliegt. Ist ja lustig. So. Ja, schon die andere einzige. Von die einzige. Die andere Lichtquelle, die hier noch so rauskommen könnte, wäre vom Flugzeug, aber die ist halt nicht so. Ja, nicht so strahlend, weißt du? Huch. Das ist eher so ein Nachtlicht gefühlt oder irgendwie so. Damit die Passagiere halt auch schlafen können. Wobei, habe ich das schon mal erzählt, dass ich im Real Life noch nie mit einem Flugzeug geflogen bin? Ich glaube, ich habe das noch nie erwähnt, ne? Ich bin tatsächlich im Real Life wirklich noch nie mit einem Flugzeug geflogen. Ja gut, weil um ehrlich zu sein, ich kam auch nie dazu. Aber vielleicht kommt ja irgendwann mal der Tag. Ja gut, wenn ich spätestens nach New York, irgendwann mal nach New York fliegen sollte, ne, muss ich ein Flugzeug nehmen. Und wenn ich dahin fahren sollte, dann nehme ich ein Schiff. Ich glaube, mit dem Schiff wird das ein bisschen lange dauern.
Boah, das Geräusche von diesem ganzen Schrott, der draußen rumliegt. Das triggert einen ein bisschen. 25 noch, okay. Diese Schritte verunsichern mich manchmal irgendwie. Könnten mal von Tieren sein. Oh. Ach Mann. Ich dachte schon, dass ich den Nest bekomme. Da vorne, guck mal. Da geht gerade eine Patrouille lang. Psch. Ich bin mal ein bisschen undercover. Ich will mir das mal nur angucken. Da drüben geht gerade ein General lang. Guck mal, der geht ja mit seinem Licht. Das wäre geil. Ich feiere das gerade wieder. Okay, jetzt rennt er los. Ich weiß gerade gar nicht, wo der hinrennt. Jetzt kann ich den gar nicht mehr sehen. Ach, jetzt rennt er wieder zurück. Guck mal, da hinten ist er wieder. Jetzt rennt er schon wieder. Hä? Der General, ne? Ich glaube, der kann sich nicht entscheiden, in welche Richtung der rennt. Jetzt rennt er danach ganz weit hinten. Okay. Ja, sehr verwirrend das Ganze. Aber soll er ruhig. Vielleicht kommt der gleich nochmal wieder. Das weiß ich ja nicht, weil der rennt irgendwie so ein bisschen hin und her jetzt irgendwie. Oder vielleicht war es einfach nur dieses eine ganz kurze Male. Nee, der ist weg. Okay. Ja, ob wir den heute nochmal sehen werden, weiß ich nicht. Kann sein, muss aber nicht. Ich versuche die Augen offen zu halten und das um fast 3 Uhr nachts wieder. Ja, ich muss halt den Part ja noch aufnehmen und der muss ja heute noch rauskommen halt. Um 14 Uhr. Also es kommt heute leider kein Forest-Part. Das wäre auch ein bisschen doof. Soma kommt natürlich, aber Forest, naja, wie hier ist es mal nicht so gerne ausfallen lassen. Also klar, meine YouTube-Pause, die wird noch kommen. In diesem Sommer noch. Aber nicht jetzt. Noch nicht. Irgendwann später. Aber wann genau, kann ich noch nicht sagen. Okay, ich kann sogar hier rüber springen, ganz gut. Weil da muss ich nicht mehr das Treppenhaus nehmen. Und verletzen tut man sich ja auch nicht. Oh, da habe ich ein Tablett mit reingenommen. Das wollte ich gar nicht. Naja, passiert. Boah, das wäre ganz cool, wenn man hier auch so einen Teleporter haben könnte wie in Sons of the Forest, ne? Ja gut, aber das ist halt nun mal nicht. Wobei, ich bin ehrlich, für die Insel braucht man irgendwie gar keinen Teleporter, weil, ja. Ich meine, die Insel ist ja nicht so groß wie die von SOTF. Also von daher geht das eigentlich noch. So, dann haben wir das schon mal erledigt. Ja, was sagt die Zeit? Ja gut, Bäume fällen könnten wir noch heute. Ah, die Lurche. Immer rennen die weg, ne? Ach komm, wir probieren das mal mit den 35 Baumstämmen heute noch fertig zu bekommen. Das ist ja ganz gut. Ja, dann können wir im nächsten Part dann schon mal mit den... Oh, ich dachte schon, da kommt jetzt jemand. Mit den Räumlichkeiten anfangen. Ja, direkt wieder ein bisschen herum. Ich muss mal gucken, ob irgendwie mein neues Treiber-Update vielleicht da sein könnte. Ob es danach vielleicht wieder irgendwie besser läuft oder so. Mal gucken. Ja, aber über das Thema haben wir auch schon geredet. Läuft ja momentan nicht so prickelnd. Man merkt es ja schon, wie es hier rumruckelt.
Er sagt, ja, ich könnte auch die Einstellung auf ein bisschen niedriger stellen, aber ich weiß es nicht. Ich weiß ja nicht. Wir können ja auch mal eine Folge lang mal das Spiel nur auf Low-Einstellungen spielen. Das sieht voll komisch aus. Das kann man vielleicht. Wollen wir das mal im nächsten Part mal ausprobieren? Einfach mal so ganz kurz irgendwie die Einstellungen nur auf Low zu haben. Also das muss wirklich mal komisch aussehen. Aber so musste ich halt früher mal Forest spielen, ne? Ganz, ganz früher. Das können wir uns ja mal im nächsten Part ja mal ganz kurz geben, vielleicht. Also ich könnte es auch in diesem Part machen, aber ich hebe es mir für den nächsten auf. Wahrscheinlich könnte ich könnte eigentlich sogar mal hier runter. Damit habe ich hier so noch was Cooles geplant. So, wir brauchen noch 25 Baumstämme. Na, das geht ja eigentlich noch. Und die liegt halt immer wieder so für Aloe Vera herum. Ja, mit dem ich nichts anfangen kann, weil ich kein Mariegold habe. Ich habe halt, glaube ich, nur Chicorée. Und einen Sonnenhut. Dazu müsste ich, glaube ich, zum ja, Schwänzesee, glaube ich, wieder rübergehen, weil der wächst auch gelegentlich mal Sonnenhut. Das kann ich für den Energiemix verwenden. Aber gut, zum Schwänzesee kommen wir auch noch. Da bauen wir auch noch unsere Basis wieder. Einmal auf dem Land und einmal auf dem Wasser wieder. Weil hier geht das mit dem Baseball ja so viel schneller als bei dem Nachfolger natürlich. Hä? Ach so. Aber ich glaube, nach der Folge mache ich erstmal eine kleine PC-Pause, weil ich sitze hier schon seit mehreren Stunden wieder dran. Das ist seit Samstag. Die Nacht zu Samstag zu Sonntag halt. Ne? Und da ich nächste Woche wieder ein bisschen unterwegs bin halt, ne? Ja. Da muss man halt auch ein bisschen wieder früh aufstehen. Ja, wobei das Ding ist halt, meine Ausbildung fängt dann nicht mal mehr 3 Monaten an, also, ne? Das ist halt nicht mehr lange. Meine Ausbildung fängt halt wirklich nicht mal mehr 3 Monaten an, also, ja, da würde ich halt noch gerne ein paar Projekte noch machen. Also Amnesia, das andere, also The Dark Descent ist noch geplant. The Bunker werden wir, denke ich mal, noch zu Ende machen. Also hätte ich so gedacht, so am 17., dass es da wieder weitergeht. Und da drüben läuft gerade ein Lurch gegen die Hütte. Warte mal. Ey, ich habe schon wieder was getrunken. Ey, Survival. Sehr gut. Ja, ansonsten halt noch Forest 1 und Forest 2, ne? Laufen ja. Raft, wobei ich halt nicht weiß, wie lange Raft noch weitergehen wird. Also ab September wird, glaube ich, ein bisschen problematisch, weil ja, aus zeitlichen Gründen, weil da werde ich zum Aufnehmen nicht mehr so krass kommen. Ja, da wird dann wahrscheinlich auch erstmal nur Sons of the Forest oder so laufen. Ich weiß es noch nicht, keine Ahnung. Ja, das kann ich noch nicht sagen. Und also gesagt, Sons of the Forest aktuell, Raft, obwohl man halt nicht weiß, wie lange Raft noch gehen wird. Ja, keine Ahnung. Dann, wie gesagt, Amnesia für Bunker würde ich gerne weitermachen, denn wenn ich für Bunker durch habe, kommt dann das andere Amnesia. Und dann hätte ich noch für Ende des Sommers, bevor meine Ausbildung beginnt, glaube noch Nightmare House 2 noch geplant.
Also ich würde mir das gerne mal angucken, wie das so ist. Weil das haben ja auch viele mal gespielt. Sogar Gronkh hat das gespielt. Das würde ich mir gerne mal angucken, weil das ist auch so ein bisschen. Oh, Scheiße, da vorne. Ja, er hat uns gesehen, der böse Mann. Schießen wir den einfach gleich in den Header rein. Oh, das war kein so guter Header. Alter, ich krieg gerade gar keine Header hin. Was ist denn da los? Oh, scheiße, scheiße, scheiße. Kriegen wir doch noch mal ein bisschen Action in den Part heute. Ah, okay, der ist schon mal tot. Alles klar. Scheiße, das war daneben. Schon wieder daneben. Knapp daneben ist auch vorbei. Aber der müsste sowieso gleich tot sein, der Typ. Oder auch nicht. Halt, bleib stehen. Alter, wieder mit meinem Feind abhaut, der Typ. Der ist schon mal tot, aber der andere Typ haut dafür mit meinem Feind ab. Ich hoffe, der kommt nochmal wieder in diesen Part. Ja, scheiße, da sind alle Horizonte verschwunden. Kacke. Ich dachte schon, da drüben steht er, aber nee, der ist ganz weit weg. Es könnte sein, dass der Verstärkung ruft. Ich weiß es nicht. Huch, das wollte ich eigentlich gar nicht. Wo war ich denn geblieben? Ach ja, Nightmare Host 2 würde ich mir irgendwie gerne mal angucken, wie das so ist, weil das ist halt, ja, so Half-Life Garry's Mod-mäßig, weißt du? Aber ansonsten habe ich jetzt eigentlich nichts weiteres geplant bisher. Jetzt für den Sommer. Aber ich glaube, das ist auch erstmal genug, ne, wenn halt auch noch die Pause mit dazwischen kommt. Ja. Dann ist das, glaube ich, erstmal genug Material. Ich dachte schon, der Typ kommt wieder. Naja. So, die letzten 9 Baumstämme packen wir noch rein. Und ich glaube, den Typ werden wir nicht mehr wiedersehen in dieser Folge, weil, ja. Ich würde mal sagen, der Part ist dann auch langsam mal wieder zu Ende. Oder kommt der nochmal wieder? Ich glaube nicht. Das sieht ganz schlecht aus. Aber na gut, so ein riesiger Verlust ist es nicht. Wir müssen einfach nur zum Campingplatz hingehen. Weil da gibt es immer Pfeile. Wir können auch welche selber craften, also von daher so ein riesiger Verlust ist das letzten Endes eigentlich nicht. Aber ich freue mich schon, wenn wir den modernen Bogen wieder haben, das wird ja richtig geil werden. Weil mit dem komme ich irgendwie immer besser klar als mit diesem Crafting-Bogen. Aber dazu müssen wir in die tiefe Hülle reingehen. Das haben wir in der letzten Staffel, glaube ich, nicht gemacht, weil ich die ja abgebrochen hatte. Weil mir die schon viel zu lange ging. Ist ja, glaube ich, auch schon wie 2 Monate her, glaube ich, ne? Boah, ich weiß es nicht. Da müsste ich nochmal nachgucken. So, dann hätten wir es aber hoch fast geschafft hier. Ja, ein Lockcoil sollten wir uns vielleicht auch nochmal bauen. Den Schlitten, muss ich sagen, den habe ich bis jetzt erstmal noch nicht nötig, aber ich denke mal, später benötigen wir den dann auch wieder. Aber das erste brauche ich den noch nicht. An sich sind wir mit unserer Hütte eigentlich schon fertig. Ja. Wobei ich gerne da drüben auch nochmal so ein kleines Häuschen nochmal machen möchte. Da hätte ich auch schon so eine Idee, was ich da vielleicht reinbauen könnte. So eine Art Lager oder sowas, so ein Lagerhaus, weißt du. Wäre mal, glaube ich, ganz lustig. Ja, dass es halt nicht mal hier so drin ist. Ja, denn wir sagen, was ist für den Part? Der Typ kommt leider nicht nochmal zurück. Schade.
Ah, okay, den Bogen muss ich nochmal irgendwie in Key zuteilen. Na ja, gut, das mache ich vielleicht noch. Aber ich würde mal sagen, wir sehen uns im nächsten Part wieder. Und ja, ich denke mal, da machen wir dann die Inneneinrichtung. Und dann gehen wir auch schon bald in die Katana-Höhle, würde ich sagen. Da müssen wir uns das Katana mal holen. Okay, bis dann und ciao mit V.